Before we review the third war of the Diadochi, bevor wir jetzt nochmal den dritten Diadochenkrieg wiederholen, I want to reinforce one point, möchte ich noch einmal einen Punkt deutlich rüberbringen, that I've been saying all year, den ich bereits schon das ganze Jahr über gemacht habe. Some people seem to still not be getting. Und es scheint, dass einige Leute den Punkt noch nicht ganz verstanden haben. Or accepting. Oder es noch nicht ganz so angenommen haben. So I want to make a point. Also möchte ich hier einen Punkt machen. We've studied some wars these last 8 months. Die letzten 8 Monate haben wir einige Kriege studiert. Those wars are characterized by elephants. Und diese Kriege sind durch Elefanten charakterisiert. When we make application, und wenn wir darüber eine Anwendung tätigen, we could see battles in our history, können wir Schlachten in unserer Zeit dann sehen. 2016, 2018, 2018, 2019, 2019 and Panium. Und auch in Panium. Each battle, jede Schlacht, is decided by the use of elephants. Wird anhand des Benutzen von Elefanten entschieden. One common mode of warfare. Also eine gemeinsame Kriegsführung. We were able to build strong logic. Und wir uns war es möglich, eine starke Logik aufzubauen. To show that elephants, um aufzuzeigen, dass die Elefanten equal a mode of warfare, einer Kriegsführung gleich sind, that you could describe as an information war, die wir als Informationskrieg beschreiben könnten. Psychological. Also ein psychologischer Krieg. The weapon developed in the information age, und diese Waffe, die im Informationszeitalter entwickelt wird, is information weaponry, sind Informationswaffen. Before we go into our wars, I just want to reiterate this point. Also bevor wir jetzt nun zu unseren Kriegen gehen, möchte ich nochmal diesen Punkt aufbringen. The strength of the evidence that we have, die Stärke der Beweise, die wir haben, to demonstrate what this war looks like, um aufzuzeigen, wie stark dieser Krieg aussieht oder ist. 7 BC, 7 vor Christus, 973.4. Das ist ein Zitat, der 7. Band der der Bibelkommentar, Seite 973, Paragraph 4. In this paragraph, in diesem Paragraphen, Ellen White is talking about the war in heaven. Da spricht Ellen White über den Krieg im Himmel. The first war ever fought. Der erste Krieg, der jemals der jemals passiert ist. When you go to the end of that paragraph, wenn man zum Ende dieses Paragraphen kommt, she quotes a Bible verse. Da tut sie einen Bibelvers zitieren. And there was war in heaven. Und da war Krieg im Himmel. Michael and his angels, und Michael und seine Engel, fought against the dragon, kämpften gegen den Drachen, and the dragon fought and his angels, und der Drache kämpfte und seine Engel, and prevailed not, und er überwindete nicht. So Satan fought against Christ, also Satan ging hier gegen Christus an. Satan lost, Satan hat verloren, was thrown out of heaven, und wurde aus dem Himmel geworfen. If we identify the structure of a paragraph, wenn wir die Struktur dieses Paragraphens identifizieren, we know that this concluding sentence, dann wissen wir, dass dieser Schlusssatz is introduced in the first sentence, dass er bereits schon in dem ersten Satz eingeführt wird, repeated in the body, und dann in dem Körper, Paragraphenkörper, wiederholt wird. So the first and leading sentence of this paragraph, also der erste Leitsatz in diesem Paragraphen, is going to summarize the point being made, wird diesen Punkt, der hier getan wird, zusammenfassen. The body of the paragraph will repeat it. Der Körper dieses Paragraphen wird es wiederholen. And then the conclusion, und die Schlussfolgerung, Schlusssatz, will repeat it again, wird es nochmal wiederholen. The conclusion is the war in heaven. Also die Schlussfolgerung ist der Krieg im Himmel. But the leading sentence, aber der Leitsatz, already defines for us, tut uns bereits schon aufzeigen, what the war in heaven looked like, wie der Krieg im Himmel denn aussah. And she says, und sie sagt, the influence of mind on mind, der Einfluss von einem Verstand auf einen anderen, so strong a power for good when sanctified, ist so stark, wenn es für das Gute oder für das, wenn es gut ist oder heilig ist, is equally strong for evil, ist genauso stark für das Böse, in the hands of those opposed to God, in den Händen denjenigen, die gegen Gott sind. And then in the body of the paragraph, und dann in dem Körper dieses Paragraphens, she describes how Satan,
beschreibt sie, wie Satan manipulated the minds of the angels. Die Gedanken der Engel manipuliert hatte. So if the concluding sentence is talking about the war in heaven, also wenn der letzte Schlusssatz über den Krieg im Himmel spricht, the first sentence of the paragraph, dann der erste Satz in dem Paragraphen tells us what type of war that was. Wird uns dann sagen, was für eine Art von Krieg das war. And the war in heaven, und der Krieg im Himmel, was a war of mind on mind, war ein Krieg von einem Verstand, der den anderen beeinflusst. That is an information war. Das ist ein Informationskrieg. And it's the alpha, und es ist das Alpha of warfare, der Kriegsführung. If that's the first war ever fought, und das, wenn das der erste Krieg ist, der jemals geführt wurde, we can go to the last war ever fought. Dann können wir zu dem letzten Krieg gehen, der jemals geführt werden wird. And we find that war described in the Great Controversy. Und diesen Krieg können wir im großen Kampf finden. 663. Seite 663 im Englischen. Paragraph 1. In den ersten Paragraphen. But we're going to paraphrase through a few paragraphs. Wir werden das hier aber in unseren eigenen Worten wiedergeben. Satan has prepared for the last struggle for supremacy. Satan bereitet sich hier vor für den letzten Krieg, dass er die Herrschaft gewinnt. Second Advent has already occurred. Das zweite Kommen ist bereits passiert. The dead are raised. Die Toten sind auferweckt worden. Satan gathers an army. Satan tut hier eine Armee zusammenholen. As the dead are raised, und während die Toten auferstehen, and he sees the multitude he now commands, und er sieht nun hier die Massen in seinen Händen oder die seinem Kommando zuhören, his hope revives, dann tut seine Hoffnung noch einmal aufflammen. He looks out at this mass of resurrected people, er schaut über die Massen derjenigen, die wieder auferlebt wurden, and he sees among them, und er sieht unter ihnen the greatest generals, die größten Generäle, the world has ever known, die die Welt je gekannt hatte. Napoleon stands side by side with Alexander the Great. Napoleon steht genau zur Seite von Alexander dem Großen. Who stands side by side with Hitler? Die genau zur Seite von Hitler stehen. Who stands side by side with Pyrrhus? Die auch zur Seite mit Pyrrhus stehen. Side by side with the silver shields. Seite an Seite mit den Silberschildern. The greatest generals the world has ever known. Die größten Generäle, die je Welt je gekannt hat. The most powerful soldiers, die mächtigsten Soldaten, ever born, die jemals geboren wurden. All resurrected and united under Satan's banner. Alle wieder auferstanden und vereinigt unter dem Banner von Satan. And as he sees those tens of thousands, und wenn er diese Zehntausenden sieht, he looks at the new Jerusalem, dann schaut er das neue Jerusalem an, God's people, Gottes Volk, and he believes he can take the city. Und er glaubt, dass er die Stadt einnehmen kann. And what does Satan do? Und was tut Satan? He starts to build weapons of war. Er fängt an, Kriegsmaschinen zu bauen. Satan thinks. Satan denkt, he's ready for a hot war. Dass er bereit ist für einen heißen Krieg. What does Jesus do? Aber was macht Jesus? Above the throne of God, über dem Thron Gottes, is revealed the cross. Ist das Kreuz, das enthüllt wird. Like a panorama, wie ein Panorama, over the throne, über dem Thron, appear the scenes of world history. Tun die Szenen der Weltgeschichte erscheinen? From the fall of Adam and Eve, von dem Fall von Adam und Eva, all through history, durch die ganze Geschichte hindurch, to the second advent, bis zu dem zweiten Ankommen. Those thousands united under Satan, diese Tausende, die unter dem Banner Satan stehen, have prepared for a hot war, haben sich für einen heißen Krieg vorbereitet. They've built fires, sie haben Feuer gebaut. Started building their iron weapons. Sie fingen an, ihre Eisenmaschinerie zu bauen. They're marching on the city. Sie marschieren auf die Stadt hinzu. And God says no. Und Gott sagt nein. You started with an information war. Du hast mit einem Informationskrieg angefangen. Satan waged an information war. Satan hat einen Informationskrieg begonnen. He fought against God. Hat gegen Gott gekämpft. Using the power of mind on mind. Indem er die Kraft oder die Macht des Einflusses von einem Verstand auf den anderen benutzte. So, the last war, so im letzten Krieg dann, God says to Satan, sagt Gott zu Satan,
I'm going to fight against you. Werde ich gegen dich kämpfen? With an information war. Wieder mit einem Informationskrieg. Mind on mind. Der Verstand mit dem Einfluss auf den anderen Verstand. And the thousands under Satan. Und die Tausenden unter Satans Herrschaft. As they march. Während sie marschieren. Before their vision is opened up, 6,000 years of history. Bevor ihre Sicht geöffnet, vor ihrer Sicht eröffnet sich 6000 Jahre lange Geschichte. And what happens to Satan's army? Und was passiert mit Satans Armee? They turn on their leader. Sie tun sich gegen ihren Leiter wenden. They don't attack the New Jerusalem. Und sie attackieren jetzt nicht das neue Jerusalem. They attack Satan. Sondern sie attackieren jetzt Satan. The time has come for the last desperate struggle. Die Zeit ist gekommen für den letzten den letzten Kampf. Satan rushes into his army. Satan geht schnell zu seiner Armee. And tries to inspire them with his anger. Und versucht sie mit seinem Ärger zu inspirieren. But they've all turned against him. Aber sie alle haben sich gegen ihn gewendet. None acknowledge his leadership. Niemand tut mehr seine Leiterschaft anerkennen. Satan's power is at an end. Hier kommt Satans Macht an zu einem Ende. Their rage is kindled against Satan. Ihr Ärger oder ihr Hass ist gegen Satan entfacht worden. And with the fury of demons they turn on him. Und mit der Anger. Mit ihrem Zorn tun sie sich mit dem Zorn der Dämonen tun sie sich jetzt gegen ihren Führer wenden, gegen Satan. Satan waged an information war. Also Satan fing stachelte einen Informationskrieg an. Subverted God. Undermined. Went beneath God's attention. Okay, er ist hinter Gottes er hat Gottes Macht untergraben. And worked on the angels. Und er hat an den Engeln sich da dran gemacht, an sie zu bearbeiten. To turn them against God. Um sie gegen Gott zu wenden. And a third falls. Und ein Drittel von den Engeln sind dann gefallen. God goes underneath Satan. Jetzt geht auch Gott hinten rum. Uses information. Hinter Satan herum und benutzt Informationen. And turns Satan's angels. Und tut jetzt die Engel Satans. Against his leadership. Gegen seine Leiterschaft aufbringen. Alpha and Omega, those wars are the same. Der Alpha und der Omega Krieg sind dieselben. It's all an information war. Es ist alles ein Informationskrieg. It's all a subversion from the inside. Es ist alles eine Untergrabung oder Hintergehen von innen heraus. We're not in the final war now. Wir sind jetzt noch nicht in diesem letzten Krieg. But we are in the final war between the King of the North and the King of the South. Aber wir sind in dem letzten Krieg zwischen dem König des Nordens und dem König des Südens. We are in the final generation. Wir sind in der letzten Generation. The same principles that we saw in heaven with that war. Die gleichen Prinzipien, die wir im Himmel sahen mit diesem Krieg. We didn't just see in 2016. Haben wir nicht nur im Jahre 2016 gesehen. It's been the theme of our reform line from the time of the end. Sondern dies war bereits schon eine Thematik unserer Reformlinie von dem Zeit des Endes an. The same as the very first war and the very last war. Genauso wie der erste und auch der letzte Krieg. Was 1989. So war auch 1989. The King of the North. Der König des Nordens. Went beneath the attention of the King of the South. Ist hinter der Aufmerksamkeit des Königs des Südens hinten herumgegangen. And spoke directly to his subjects. Und hat direkt mit seinen Untertanen kommuniziert. And turned the subjects against the government. Und hat seine Untertanen gegen die Regierung aufgelehnt. That's the characteristics of 1989. Das ist die Charaktereigenschaften von 1989. And I'm not sure. Und ich bin mir nicht ganz sicher. What methodology people are using? Welche Methode Menschen benutzen? To expect any other battle in our history. Um irgendeine andere Schlacht zu erwarten. To expect nuclear weapons. In der Geschichte, wo nukleare Atomwaffen benutzt werden. Or any type of attack. Oder irgendeine Attacke. But you can be sure. Aber man kann sich sicher sein. They're not using the methodology. Dass sie nicht die Methode benutzen. Developed by this movement. Diese Bewegung entwickelt hat. We studied yesterday. Wir haben gestern studiert. The third Diadochi War. Über den dritten Diadochenkrieg. It opens up with the Battle of Gabini. Es öffnet oder fängt an mit der Schlacht von Gabini. Antigonus defeats Eumenes. Antigonus tut jetzt hier Eumenes besiegen. Not in battle.
Nicht in der Schlacht. But as a result of the battle. Aber als ein Resultat dieser Schlacht. As a result of the charge of the elephants. Als ein Resultat dafür, dass die Elefanten da angegriffen haben. Over a dusty salt plain. Über eine verstaubte, also da war viel Staub aufgewirbelt worden. Such a cloud of dust arises. So, also weil sie da drüber rennen, ist so eine Wolke von Staub, die da aufkommt. That Antigonus is able to go behind Eumenes. Dass Antigonus es schafft, hinter Eumenes hinten. Take control of his wealth. Hinten rumzulaufen und jetzt die Kontrolle über seine seinen Kostbarkeiten erhält. And when he has control of his wealth. Und wenn er jetzt die Kontrolle über seine Kostbarkeiten oder hat. He can manipulate the subjects of Eumenes. Dann kann er jetzt die Untertanen von Eumenes manipulieren. With an information war. In einem Informationskrieg. I have your wives. Ich habe eure Frauen. And your children. Und eure Kinder. And everything that you've earned. Und alles, was ihr jemals erhalten habt. In the last 5 to 8 decades. In den letzten 5 bis 8 Jahrzehnten. And Eumenes is overthrown. Und Eumenes wird jetzt hier gestürzt. From the inside. Von innen heraus. By his own subjects. Von seinen eigenen Untertanen. All of that. All das. Is a result of the work of elephants. Ist ein Resultat von der Arbeit von Elefanten. Which connects into our previous studies. Welches uns mit unseren vorherigen Studien verbindet. On the reform lines of Pyrrhus. Von der Reformlinie von Pyrrhus. So if we connect threads. Und wenn wir diese wenn wir diese Schnüre sozusagen verbinden, and we believe that that is a firm rule of interpretation, und wenn wir daran glauben, dass es eine feste Form der Interpretation ist, we can identify, dann können wir aufzeigen, the final methods of warfare, die finalen Methoden des Krieges, not with guns, nicht mit Waffen, but with information, sondern mit Information. This is how the third Diadochi war begins. So das ist jetzt wie der dritte Diadochenkrieg beginnt. Antigonus has 2 allies. Antigonus hat 2 Verbündete. Seleucus and Python. Seleucus und Python. In this war, in diesem Krieg, Seleucus had turned on Eumenes. Es hat Seleucus sich gegen Eumenes abgewandt oder gegen ihn gestellt. And attacked him. Und hat ihn attackiert. And Python, und Python had fought as a general, war ein General within the army of Antigonus. Und hat für Antigonus gekämpft. So Antigonus, also Antigonus has had 2 powerful allies in this war. Hat 2 mächtige Verbündete in diesem Krieg. As this is just revision, und wenn das hier ist ja nur Wiederholung jetzt, I'll go straight to application. Werde ich jetzt hier einfach nur direkt zu der Anwendung gehen. There's been an ongoing war, da war ein fortanwährender Krieg between the United States, zwischen den Vereinigten Staaten and the Soviet Union. Und der Sowjetunion. In these final days of warfare, und in diesen letzten Tagen der Krieg, the United States has had 2 allies. Hatten die Vereinigten Staaten 2 Verbündete. One was the Vatican. Einer war der Vatikan. The papacy, das Papsttum, John Paul II, Johannes Paul II, the secret alliance, diese geheime Allianz, the second, und das zweite, Python, the Mujahideen, ist der Mujahideen. This is in the context, das ist im Kontext, of the 10-year Afghanistan proxy war, von dem 10-jährigen Stellvertreterkrieg in Afghanistan. It's known as Operation Cyclone. Welches auch als Unternehmenscyclone bekannt ist. That they would train up the Mujahideen, dass sie den Mujahideen trainieren würden, to fight against the forces of the Soviet Union, um gegen die Kräfte der Sowjetunion zu kämpfen. We know that those Mujahideen, und wir wissen, dass dieser Mujahideen in 1996 they overthrew the government of Afghanistan, sie nicht nur die Regierung von Afghanistan überstürzten, by this stage, sondern auch an diesem Zeitpunkt changed their name, haben sie ihren Namen geändert. From Mujahideen, von Mujahideen to the Taliban, zu Taliban. They take over the government of Afghanistan in 1996. Im Jahre 1996 übernehmen sie die Regierung in Afghanistan. We saw that Antigonus, wir sahen, dass Antigonus after this battle, nach dieser Schlacht, starts to turn on his allies,
jetzt, dass er fängt, anfängt, sich gegen seine Verbündete zu stellen. And we talked about America's tendency, und wir haben auch über die Tendenzen von Amerika gesprochen, to begin to act as a unilateral power. Wie sie anfangen, wie eine unilaterale Macht zu, sich zu benehmen. It's more commonly called a global policeman. Es wird auch mehr globale Polizei sozusagen genannt. Antigonus starts to kill all the generals that are a threat to his rule. Und Antigonus fängt an, alle Generale umzubringen, die irgendwie seine Macht bedrohen. He considers himself the master of Asia. Er spricht von sich selbst als der Herr von Asien. Or the master of the East. Oder der Herr vom Osten. He kills Python. Er tötet Python, who had been his ally. Welches sein Verbündeter war. We connected that to 2001. Und wir haben das mit 2001 verbunden. The invasion of Afghanistan. Mit dem Einfallen in Afghanistan. The overthrowing of the Taliban. Diese Überwältigung des Talibans. I wanted to note, ich wollte hier aufzeigen, the first battle of that war, dass die erste Schlacht in diesem Krieg, the battle for Mazar-i-Sharif, die Schlacht von Mazar-i-Sharif, the first major battle of the Afghanistan war. Das war die erste große Schlacht in dem Afghanistan-Krieg. And the defeat of the Taliban. Und hier wurde auch der Taliban besiegt. Was November the 9th of 2001. Es war am 9. November 2001. You can see Antigonus. Man kann ja Antigonus sehen. Beginning to act more and more as a dictator. Wie er anfängt immer mehr wie ein Diktator zu handeln. And this causes our other generals. Und dies verursacht es unsere anderen Generäle, to begin to fear him. Ihn jetzt anfangen zu fürchten. Seleucus, he turns on Antigonus. Er dreht sich jetzt von Antigonus weg. Here they're in an alliance. Und er war einer der Alliierten. Now it begins to break down. Jetzt fängt es hier an zu zerbrechen. Almost immediately. Und so, schon ziemlich bald. It gets so bad. Und es wird dann so schlecht. Seleucus joins with others. Dass Seleucus sich mit anderen verbündet on turning on Antigonus, und die sich auch gegen Antigonus stellen and sending him an ultimatum. Und sie setzen ihm jetzt ein Ultimatum. This is Cassander, das ist Cassander, Lysimachus, Lysimachos and Ptolemy. Und Ptolemäus. Ptolemy Ptolemäus is the king of the south. Ist der König des Südens. We know that. In 2003, und 2003, certainly in this history, vor allem in dieser Geschichte hier, any alliance between the Vatican and the United States has disintegrated. Jede Allianz zwischen den Vereinigten Staaten und dem Vatikan war hier ziemlich zum Nichts, zum Stillstand gekommen. And in 2003, und im Jahre 2003, the United States wants to invade Iraq. Möchten die Vereinigten Staaten in Irak wieder dort einfallen? And they find their way is blocked by three allies. Und sie sehen, dass ihr Weg von drei Verbündeten, ja, oder dass drei Verbündete in ihrem Weg stehen. Germany, France and Russia. Deutschland, Frankreich und Russland. We know that Russia, wir wissen, dass Russland the King of the South, der König des Südens ist. Despite the ultimatum, das Ultimatum außer Acht gelassen. Antigonus attacks, tut Antigonus jetzt attackieren? Syria. Nämlich Syrien. This area that he attacks, diese Gegend, die er attackiert, is not under the direct control of Ptolemy, ist nicht unter der direkten Kontrolle von Ptolemäus, but it is part of his sphere of influence. Aber es ist Teil seiner Einflussgebiets. And when the United States invaded Iraq, und als die Vereinigten Staaten jetzt im Irak einfielen, in violation of this ultimatum, da hat er dieses Ultimatum praktisch ja, verletzt. They attacked the sphere of influence, tun sie diese Einflussgebiete attackieren, of Russia, von Russland. And we read some quotes, und wir haben ein paar Zitate gelesen, that demonstrated, die aufzeigen, Russia's position with Iraq. Die Position von oder die Position von den Vereinigten Staaten mit dem Irak. Documents released by the CIA. Dokumente, die von der CIA veröffentlicht wurden. Described those early days of the Iraq War. Beschreiben die frühen Tage des Irakkrieges. And the effort that Russia made.
Und die Anstrengungen, die Russland unternahm, to protect Saddam Hussein, um Saddam Hussein zu beschützen. They took any information they could glean, sie haben jede Information, die sie haben konnten, genommen. On American troop movements, von die über amerikanische Gruppenverschiebung ging. And funneled it through to Saddam Hussein. Und haben sie dann dem Saddam Hussein gegeben, zugesteckt. So Antigonus attacked the sphere of influence of Ptolemy. Also Antigonus tut hier die Einflussgebiete von Ptolemäus hier attackieren. And he's successful in that endeavor. Und er ist erfolgreich in seinem Vorhaben. He takes much of the territory down to Egypt. Er nimmt viel der Gebiete ein bis Ägypten. And then he leaves his son Demetrius to guard that territory. Und dann lässt er seinen Sohn zurück, dass er über diese Territorien, dass er sich darum kümmert. Ptolemy now feels encouraged. Ptolemäus fühlt sich jetzt nun ermutigt. To reconquer that area of Coele-Syria that he had lost. Die Gegend um Coele-Syria, die er verloren hatte, wieder einzunehmen. He knows that Antigonus is distracted. Er weiß, dass Antigonus abgelenkt ist. He gathered a large army. Er tut eine große Armee zusammenbringen. And led the army out towards Gaza. Und hat die Armee Richtung Gaza geführt, where Demetrius had been stationed. Wo Demetrius stationiert war. Demetrius ignores the advice of his counselors. Demetrius ignoriert den Rat seiner Berater. He's facing in battle. Und in der Schlacht Seleucus and Ptolemy. Steht er dann Ptolemäus und Seleucus gegenüber. Two of the greatest generals of all time. Zwei der größten, besten Generäle aller Zeiten. But young Demetrius was determined to protect the territory. Aber der junge Demetrius war dazu beschlossen, die Gegend zu verteidigen. And the two Gebiete. Forces clashed at the Battle of Gaza. Und diese drei Mächte tun hier aufeinandertreffen an der Schlacht von Gaza. In this battle, und in dieser Schlacht, Ptolemy destroyed the army of Demetrius. Hat Ptolemäus die Armee von Demetrius besiegt und zerstört. It was a crushing defeat. Es war eine sehr schwere Niederlage. And Demetrius was humiliated. Und Demetrius war hier gedemütigt worden. The location of Gaza. Der Ort von Gaza is the same location ist der gleiche Ort as Raphia, wie Raphia. Which is why the Battle of Raphia we know from Daniel 11. Das ist warum die Schlacht von Raphia, die wir bereits schon aus Daniel 11 kennen, is sometimes referred to as the Battle of Gaza. Manchmal auch als die Schlacht von Gaza benannt wird. We know the Battle of Raphia. Und wir wissen an der Schlacht von Raphia. Remember, this is an information war. Und erinnert euch, dass es hier ein Informationskrieg ist. Russia defeats the United States. Dass wir hier sehen, wie Russland die Amerika besiegt. Antigonus heads to meet his son. Antigonus geht jetzt um seinen Sohn zu treffen. He hears there's a crisis. Hört, dass da eine Krise ist. Ptolemy has marched north. Ptolemäus ist in den Norden gemarschiert. And Antigonus begins to push back. Und Antigonus fängt jetzt an, zurückzudrängen. And Antigonus recaptures all the territory that has been lost. Und Antigonus fängt jetzt an, das ganze Territorium, was verloren gegangen wird, wiederzuerhalten. Right up to the borders of Egypt. Genau bis zu der Grenze von Ägypten. We've talked before. Wir haben vorher noch drüber gesprochen. About 1989. Über 1989. And the fact that the king of the north only goes to the borders. Und der Fakt, dass der König des Nordens nur bis zu der Grenze geht. But we have no evidence. Aber wir haben keine Beweise dafür. That story changes. Dass diese Geschichte sich ändert. You only need to go to the borders. Man muss nur bis zu der Grenze gehen. To defeat your enemy. Um seinen Feind zu besiegen. When the war is over a sphere of influence. Wenn der Krieg um ein Einflussgebiet geht. Antigonus is in a position to take Egypt. Antigonus ist in der Position Ägypten einzunehmen. And he probably would have. Und er hätte das wahrscheinlich auch gemacht. But he finds that he's facing two other enemies. Aber er findet sich, dass er noch zwei weitere Feinde hier hat. Because of this battle. Wegen dieser Schlacht hier. Seleucus feels free.
tut sich Seleukos jetzt frei fühlen, after Ptolemy's victory, nach Ptolemäus seiner Sieg, to take an army, eine Armee zu nehmen, march back up to Babylon, um wieder nach Babylon zu marschieren, take back Babylon, und wieder Babylon wiederzunehmen. So in this history, wieder einzunehmen. Und also in dieser Geschichte hier, Babylon is retaken, wird Babylon wieder zurückgewonnen. Antigonus sees this threat, sieht diese Bedrohung from Seleucus, also die von Seleucus. He wants to go fight over Babylon, und er möchte jetzt hier sich Babylon zurückholen. And he has one other problem, und er hat noch ein Problem. The Nabataeans. Die Nabatäer. The Nabataeans. Die Nabatäer. Are the direct descendants of Ishmael. Sind die direkten Nachkommen von Ismael. They come from the east. Sie kommen vom Osten. They start harassing Antigonus. Sie fangen an, Antigonus zu sozusagen zu nerven. So Antigonus decides. Oder ja. Also Antigonus, der entscheidet sich jetzt dazu. To make peace with these three allies. Frieden mit diesen drei Verbündeten zu schließen. So he can concentrate. Damit er sich darauf konzentrieren kann. On the Nabataeans, auf die Nabataeaner. Particularly Seleucus. Und auch im speziellen Seleucus. And they conclude the peace of the dynasts. Und hier findet dann dieser Friedensvertrag der Dynasten statt. It's at this peace treaty. Und es ist an diesem Friedensvertrag, that Cassander feels threatened, dass Cassander sich jetzt bedroht fühlt, by the existence of Alexander's son, durch die Existenz des Sohnes von Alexander dem Großen, and the decision of the generals, und die Entscheidung der Generäle, that Alexander's empire would one day be given back to his son, dass das Imperium des Alexanders Großes eines Tages an seinen Sohn übergehen würde. So Cassander orders the killing of Alexander's son and the mother Roxanne. Also tut jetzt Cassander es dann ausführen lassen, dass der Sohn sowohl auch die Mutter des Sohnes getötet wird. It's here that you would mark the final end of Alexander's dynasty. Hier würde man also das Ende der alexandrischen Dynastie der Dynastie von Alexander markieren. Antigonus marches back up to, marches back to Babylon. Also Antigonus, der marschiert jetzt zurück zu Babylon. And between 311 und zwischen 3 und 11 and 309 BC 311 und 309 vor Christus. He fights the Babylonian war with Seleucus. Tut er jetzt diesen babylonischen Krieg mit Seleucus führen. The conclusion of this, der Schluss davon, is Seleucus gaining full control of Babylon. Was daraus hervorkommt, ist, dass Seleucus Babylon die volle Kontrolle nun darüber hat. The beginning of the Seleucid dynasty. Und jetzt fängt die Seleukische Dynastie an. The establishment of Seleucus. Also Etablierung von Seleucus. We brought that to our history. Wir gehen jetzt hier zurück zu unserer Geschichte. We saw Seleucus. Wir haben Seleucus gesehen. Also representing the king of the north. Der auch den König des Nordens darstellt. The papacy. Das Papsttum. And the papacy in the United States. Und das Papsttum und die Vereinigten Staaten. Were allies in this war with the Soviet Union. Waren Verbündete hier in diesem Krieg gegen die Sowjetunion. The United States also utilizing the Mujahideen. Die Vereinigten Staaten haben auch geholfen, den Mujahideen ihn so zu mobilisieren. The Soviet Union is defeated. Und die Sowjetunion ist hier besiegt. The United States begins to act as a global superpower. Die Vereinigten Staaten fangen jetzt hier an, als eine globale Supermacht sich zu benehmen. Unrestrained. Die gar nicht zurückgehalten wird. That causes John Paul II to turn against the United States. Das verursachte, dass Johannes Paul II. Sich nun jetzt gegen die Vereinigten Staaten oder von ihr abwendet. They also turn on their allies. Also hier sehen wir auch, wie sie sich gegen seine Verbündete dreht oder wendet. And we discussed the first and second Iraq war in some detail. Und wir haben den ersten und zweiten Irakkrieg in gewissen Details schon besprochen. There's an ultimatum. Da gibt es auch ein Ultimatum. Three of those powers. Drei dieser Mächte. Germany, France and Russia. Deutschland, Frankreich und Russland. Come together.
kommen zusammen. In a series of meetings. In einer Serie von Meetings. And discuss how they're going to restrain the United States. Und sie kommen da, sie wollen darüber sprechen, wie sie die Vereinigten Staaten zurückhalten können oder davon abhalten können. They give America an ultimatum. Und sie geben Amerika ein Ultimatum. If you try to invade Iraq, und wenn ihr versucht, in Irak einzufallen, we'll block any legislation. Dann werden wir jegliche Legalisation blockieren. Through the UN. Also Legalisation durch die UN blockieren. The United States invades Iraq anyway. Aber die Vereinigten Staaten fallen dennoch trotz in den Irak ein. It was under the sphere of influence of Russia. Es war welches unter den das Einflussgebiet von Russland war. Regarding this invasion. Bei diese disregarding. Regarding to do with this invasion. Also okay, in Bezug auf diese dieses Einfallen. Vladimir Putin later said. Hat Vladimir Putin dann später darüber gesagt. Quoting. Zitat hier. No one feels safe. Niemand fühlt sich sicher. From the power of the United States, my words. Also von meinen Worten, niemand von den Vereinigten Staaten von der Macht. Then he says. Dann sagt er. I repeat. Ich sage es nochmal. No one feels safe. Niemand fühlt sich sicher. He was making a point. Er hat ja einen Punkt gemacht. About the activity of America. Und zwar über die Aktivitäten, die Amerika getan Then we hat. See the Battle of Raphia. Dann sehen wir die Schlacht von Raphia. The King of the South. Der König des Südens. Marches against the King of the North. Marschiert gegen den König des Nordens. And defeats him. Und tut ihn hier besiegen. Leading to Panium. Welches hier uns zu Panium bringt. The King of the North pushes back. Hier tut jetzt der König des Nordens zurücktrennen. All the way to the border of Russia. Und kommt bis zu der Grenze von Russland. They take back all that sphere of influence. Sie nehmen diese ganzen Einflussgebiete wieder zurück. Then we see the re-emergence. Dann sehen wir wieder die Auferstehung. This power. Von dieser Macht, ja. Now when we study the counterfeit. Und als wir die Fälschung oder Täuschung studiert haben, we understood that there's two histories of failure, dann haben wir verstanden, dass es da zwei Geschichten des Fehlschlags gibt and a history of success. Und eine Geschichte des Erfolges. We could talk about ancient Israel. Wir können hier über das alte Israel reden. First of all, als erstes they come out of Egypt, kommen sie aus Ägypten heraus and go into apostasy. Und sie gehen in den Abfall ein. Then they come out of Babylon. Dann kommen sie aus Babylon heraus. And they become Pharisees. Und dann werden sie zu Pharisäern. And then they go into captivity to Rome. Dann gehen sie in die Gefangenschaft von Rom. Failure. Also Fehlschlag. To fulfill their mission. Dass sie ihre Mission nicht erfüllen. Failure to fulfill their mission. Wieder ein Fehlschlag, dass sie ihre Mission nicht erfüllen. Success. Hier haben wir jetzt einen Erfolg. And this success. Und dieser Erfolg. Looked completely different. Schaut komplett anders aus to what they expected. Von dem, was sie erwarten hatten. Modern Israel. Das moderne Israel. Three histories. Drei Geschichten. The history of the Millerites. Die Geschichte der Milleriten. I'll say 1844. Sage ich 1844. They failed to complete their mission. Sie haben hier ihre Mission nicht erfüllt. 1888. They all turned into Pharisees. Sie sind alle zu Pharisäern geworden. And then? Und dann? The history of the 144,000. Die Geschichte der 144,000. Success. Das ist Erfolg. Looks completely different. Aber es ist komplett anders aussah. To what we were led to expect. Von dem, was wir eigentlich dazu geleitet wurden, dass wir das erwarten würden. Modern Babylon. Das moderne Babylon. Three histories. Drei Geschichten. 1945. Failure. Fehlschlag. 1989. Fehlschlag. Then our history. Und dann in unserer Geschichte. I'll just call it Sunday law. Ich werde es hier jetzt einfach Sonntagsgesetz nennen. 1989 is a history of failure. 1989 ist eine Geschichte des Fehlschlags. For the papacy. Für das Papsttum. There's a number of reasons they fail in this history. Das ist eine Anzahl von Gründen, warum sie in dieser Geschichte verfehlen. But one of the key reasons. Eine der Schlüsselgründe. Is that as soon as the Soviet Union begins to fall, ist sobald es die Sowjetunion anfängt zu fallen, before that fall is even completed, bevor dieser Fall überhaupt komplett ist, the United States has already discarded them as an ally. Hat die Vereinigten Staaten sie bereits schon als einen Verbündeten abgetan. Do we think? Denken wir? That
The United States, dass die Vereinigten Staaten, is going to willingly and easily, dass sie willig und auch einfach, relinquish any power, relinquish, surrender, jegliche Macht abgeben würden oder irgendeine Macht abgeben würden. Hitler didn't. Hitler tat das nicht. That's why 1945 was a failure. Das ist, warum 1945 eine Geschichte des Fehlschlags ist. The papacy wanted power. Das Papstum wollte Macht. From Nazi Germany. Von Nazi Deutschland. They had to fight Germany for it. Aber sie mussten mit Deutschland darum kämpfen oder ringen, dass sie was bekommen haben. No dictator willingly gives power to another. Kein Diktator gibt willentlich Macht an einen anderen ab. 1989. The same dynamic. Die gleiche Dynamik. They fight for it. Sie kämpfen drum. But they don't succeed to obtain it. Aber sie sind nicht erfolgreich, dies zu erhalten. I think we can have the picture. Ich denke, wir können ein Bild haben. That because we think they're supposed to be an alliance. Wir denken, dass wir da ein Bündnis haben müssen. They're all meant to be friends. Dass sie alle Freunde sein müssten. I would suggest, aber ich würde vorschlagen, whatever it looks like, dass auch wie es auch aussieht, if the Vatican has power at the end of the world, dass wenn der Vatikan Macht an dem Ende der Welt hat, and they want some of that power to be surrendered by America, und sie möchten, dass Amerika ihnen einiges dieser Macht abgibt, they would have to fight for it. Dann müssen sie dafür kämpfen. We described the position of John Paul II on all of those wars. Wir haben die Position oder die Meinung von Johannes Paul II. An all diesen Kriegen oder über diese all diese Kriege bereits schon erwähnt. And then we spoke of the message. Und dann haben wir über die Botschaft gesprochen. That he's been giving. Welche er gegeben hat. For the last few years. Für die letzten paar Jahren. He's been saying. Er hat gesagt. There's these people rising up. Dass es hier diese Leute aufkommen. Giving speeches. Die Reden halten, that resemble those of Hitler. Die so ähnlich sind wie diejenigen von Hitler. He's a close counterfeit of our message. Er ist eine sehr nahe Täuschung oder ist eine sehr nahe Fälschung von unserer Botschaft hier. We need to understand more clearly. Wir müssen deutlicher verstehen. I would suggest in a much more adult fashion. Ich würde vorschlagen, in einer sehr mehr erwachsenen Art und Weise müssen wir verstehen, was die Rolle des Papsttums eigentlich am Ende der Welt ist. This is the third Diadochi War. Also das ist der dritte Diadochenkrieg. We talked about the third and the fourth as one war. Wir haben bereits schon über den dritten und vierten Diadochenkrieg als einen Krieg gesprochen. With an armistice in the middle. Mit einem Friedensvertrag oder Waffenstillstand in der Mitte. We've taught the fourth. Wir haben bereits gelehrt, dass der vierte. Now we've gone back and reviewed the third. Jetzt sind wir gerade nochmal zurückgegangen, haben den dritten nochmal wiederholt. And all of that leads us. Und das alles leitet uns to the history of World War One. Zu der Geschichte des Ersten Weltkriegs. And World War Two. Und den Zweiten Weltkrieg. The third and the fourth. Der dritte und der vierte. Like the first and the second World War. So wie der erste und der zweite. One war. Und ein Krieg. With an armistice in the middle. Mit einem Waffenstillstand oder Friedensvertrag in der Mitte. We've made application of World War II. Wir haben eine Anwendung des Zweiten Weltkriegs unternommen. What we need to investigate, was wir noch untersuchen müssen, is a thorough understanding of World War I. Ist ein besseres Verständnis über den Ersten Weltkrieg. That would remind us of the triple application of prophecy. Und das würde uns an die dreifache Anwendung der Prophetie erinnern. The first and the second equal the third. Der erste und der zweite sind gleich der dritte. So if we want to understand in our history, also wenn wir in unserer Geschichte verstehen wollen, what it looks like, wie es ausschaut, we take the history of 1844 and 1888. Dann nehmen wir die Geschichte von 1844 und 1888. If we want to understand World War III, wenn wir den dritten Weltkrieg verstehen wollen, we understand the history of World War I and World War II. Dann müssen wir die Geschichte vom ersten und zweiten Weltkrieg verstehen. And that's the history I want us to investigate for the rest of our class. Und das ist die Geschichte, die ich möchte, dass wir darüber gehen für die letzten Zeit unseres Unterrichts. We've already covered our reasons for investigating World War I. Wir haben bereits unsere Gründe, dass wir den Ersten Weltkrieg betrachten, schon behandelt. In the first couple of presentations. Und zwar in den ersten zwei Präsentationen, die wir hatten. There were a few causes of World War I. Da gab es causes, what do you mean? Catalysts. Okay, da gab es Amerika
Katalysatoren, die den Ersten Weltkrieg zustande gebracht haben. There's one primary catalyst. Ein primärer, that I want to note, den ich hier aufzeigen möchte, ist. It was 1908. Es war hier 1908. And it was known as the Bosnian crisis. Und es war ist bekannt als die Krise von Bosnien. With the Bosnian crisis, es ist die Krise von Bosnien, that sowed the seed for World War One. Die den Samen gesät hat für den Ersten Weltkrieg. For this portion, und für diese Teil, I want to discuss the Bosnian crisis. Möchte ich hier über die bosnische Krise kurz sprechen? Together with its application. Zusammen mit seiner Anwendung. Because I fear it's a little bit complicated. Denn ich habe hier befürchtet, dass es hier ein bisschen zu kompliziert ist. If it's your first time investigating this history. Wenn man hier zum ersten Mal diese Geschichte betrachtet. There's been tension. Es gab hier Spannungen. Building throughout Europe. Die sich in Europa immer mehr aufpuschten. There's been a series of revolutions. Es gab eine Serie von Revolutionen. The king of Serbia, der König von Serbien, was assassinated in a coup, wurde in einem Angriff getötet. And a pro-Russian government came to power. Und eine Regierung, die für Russland war, kam nun an die Macht. So Serbia, also Serbien, is now pro-Russian. Ist jetzt nun für Russland. And they're also, und sie sind quite ambitious. Ja, auch sehr motiviert. If you were to look at a map of that region, wenn man jetzt eine Karte von dieser Region betrachten würde, at that point in time, zu derjenigen Zeit damals, you would find Serbia, dann würde man finden, dass Serbien surrounded by some other regions, das von anderen Regionen umrundet ist, that all identified as Slav, die auch alle als slawisch bekannt sind. And Serbia had the ambition to control all the Slav nations. Und Serbien hatte jetzt den Traum sozusagen oder das Vorhaben, diese ganzen slawischen Regionen zu besitzen oder zu kontrollieren. In this history of World War One, und in diese Geschichte vom Ersten Weltkrieg, one point before we go any further, ist ein Punkt, bevor wir überhaupt weitergehen. We know there's two sides. Wir wissen, dass es da zwei Seiten gibt. The Triple Alliance and the Triple Entente. Die dreifache Allianz und die Triple Entente. The Triple Alliance was a failure. Allianz oder dreifache Allianz war eine Verfehlung. It consisted of Austria-Hungary. Es war die Österreich-Ungarn. Germany and Italy. Und Deutschland und Italien. And Italy did never ended back. Italy did not back them in that war. Und Italien ist nie in diesen Krieg da so wirklich eingestiegen. We've already identified Germany. Wir haben bereits schon aufgezeigt, dass Deutschland as the king of the north in this history. Der König des Nordens in dieser Geschichte darstellt. I want to suggest. Ich möchte hier vorschlagen, that Austria-Hungary, dass Österreich-Ungarn, is a two-horned power, ist eine zweihörnige Macht, as you would say Medo-Persia, wie man Medo-Persien betrachten equally würde, representative of the United States, was auch gleich wie die Vereinigten Staaten ist. It gives us a secondary perspective, es gibt uns eine zweite Perspektive, another layer to this history, eine weitere Ebene zu dieser Geschichte. So as we discuss Germany and Austria-Hungary, also werden wir jetzt hier Deutschland, Österreich, Ungarn behandeln oder ja, betrachten. We're going to see them both symbolizing the United States. Dann sehen wir, dass sie beide als Symbole für die Vereinigten Staaten stehen. Adding two different layers of information. Und wir haben hier zwei unterschiedliche Ebenen von Informationen, die wir zusammenziehen können. There's this growing tension. Da ist diese Intentionen between Austria-Hungary and Serbia. Entschuldigung, da gibt es diese Spannungen zwischen Serbien, Österreich und Ungarn. And Austria-Hungary feels the need to restrain the ambition of Serbia. Und Österreich-Ungarn hat jetzt hier, sie fühlen, dass es notwendig ist, die Ambition von Serbien zurückzuhalten. I can't draw. Ich kann nicht zeichnen. But if you can imagine Austria-Hungary, aber wenn man jetzt Österreich-Ungarn sich vorstellen kann, then there's this region of Bosnia, dann gibt es diese Region von Bosnien and the area of Serbia, und die Gegend von Serbien. Serbia had
hopes to control the area of Bosnia. Serbien hatte jetzt die Hoffnung, die Gegenden von Bosnien zu kontrollieren. And Herzegovina. Und Herzegovina. We'll just call it the Bosnian crisis. Herzegovina, also es ist die Krise von Bosnien. Serbia wanted to control this region. Serbien möchte diese Region kontrollieren. But wanting to restrain Serbia, aber indem sie Serbien zurückhalten wollen, Austria-Hungary marched down and took control of Bosnia. Ist Österreich-Ungarn runtermarschiert zu Bosnien. In 1908. Im Jahre 1908. This infuriated Serbia. Das hat Serbien sehr ärgerlich gemacht. Now they've been fighting an economic war for some time. So bereits schon seit geraumer Zeit haben sie einen wirtschaftlichen Krieg geführt. And Austria-Hungary had been attempting to control Serbia. Und Österreich-Ungarn wollten bereits schon vorher Serbien kontrollieren. Through their economy. Und zwar durch die Wirtschaft. Serbia becomes so angry. Und Serbien wird jetzt nun so ärgerlich, that Austria-Hungary has taken over Bosnia, dass Österreich-Ungarn jetzt Bosnien that übernommen they appeal hat, to their parent, Russia. Dass jetzt Serbien zu seinen Eltern sozusagen geht und um Hilfe fragt. I mean their powerful ally. Also ich meine hier seinen mächtigen Bündnispartner. The big bear standing behind the tiny little Serbia. Der große Bär, der hinter dem kleinen Serbien steht. This is 1908. Das ist im Jahre 1908. And Russia was not doing well. Und Russland, dem ging es nicht so gut. They had just fought a war with Japan. Sie hatten gerade erst einen Krieg mit Japan geführt, which they had lost. Welches sie verloren hatten. They'd also faced a revolution. Und sie hatten auch eine Revolution bereits schon. The revolution of 1905. Die Revolution vom Jahre 1905. So Russia is backing Serbia. Also Russland ist wieder zurück in Serbien. But because they've just lost a war. Aber bereits weil sie gerade erst einen Krieg verloren hatten. And they've experienced revolution. Excuse me, the last part. They've experienced a revolution. Und sie haben diese Revolution erfahren. They had or attempt of a revolution. Oder diesen Versuch einer Revolution. It didn't overthrow the government. Sie hatten in dieser Revolution wurde die Regierung nicht überwältigt. They tell Serbia they're not powerful enough. Sagen sie Serbien, dass sie nicht mächtig genug wären, to protect Serbia's interests. Die Interessen von Serbien zu verteidigen. This sowed the seeds of war. Dies hat die Samen des Krieges gesät. There were a few consequences. Und es gab da einige Konsequenzen. In this 1908 conflict, in diesem Konflikt von 1908, Austria-Hungary, Österreich-Ungarn, learned that they had the full support of Germany. Lernten sie, dass sie den vollen und die volle Unterstützung von Deutschland hatten. So they began to act more recklessly. So fingen sie an, mehr mutig zu sein. Italy, Italien, became disgusted with that alliance. Fing an, angewidert von diesem Bündnis zu sein, which caused them to not support that alliance once the war began. Welches dazu führte, dass sie diese Allianz, als dieser Krieg anfing, nicht zu unterstützen, diese Allianz nicht mehr. But the two greatest results, also die zwei größten Resultate, was first, war als erstes, the humiliation of Russia. Die Demütigung von Russland. They couldn't protect their ally. Sie konnten ihren Verbündeten nicht beschützen. And they felt humiliated. Und sie fühlten sich gedemütigt. So they essentially said, also haben sie schlussendlich gesagt, we'll never let this happen again. Wir werden das nicht noch einmal passieren lassen. Next time will be war. Das nächste Mal werden wir in den Krieg gehen. The second result. Und das zweite Resultat is Serbia became much more determined to oppose Austria-Hungary. Dass Serbien noch dazu entschlossener war als je zuvor, Österreich-Ungarn zu entgegenzutreten oder ja in Opposition zu stehen. And some of them within Bosnia, und einige davon in Bosnien, began to form a terrorist organization. Fingen an, eine Terroristenorganisation zu formen. Known as the Black Hand. Bekannt als die Schwarze Hand. With the purpose of restraining Austria-Hungary. Mit dem Zweck, dieses Österreich-Ungarn zurückzuhalten. Now I want to work with the application now.
wenn wir jetzt mit der Anwendung, you don't want to? I do. Okay, wenn wir jetzt die Anwendung betrachten werden. Because this information might be lost to you by the time we come all the way back. Denn diese Information kann in euren Gedanken vielleicht verloren gegangen sein bei der Zeit, wo wir dazu kommen würden. Head back into the history of 1990-91. Gehen wir jetzt zurück zu dieser Geschichte von 1990-1991. You have a two-horned power. Man hat ein zweihörnige Macht. The United States. Die Vereinigten Staaten. There's two other smaller independent countries. Da gibt es zwei kleinere Länder, die mehr unabhängig sind. Kuwait. And Iraq. Und der Irak. Iraq is ambitious. Der Irak ist sehr motiviert. They look at the Middle East. Sie möchten den Mittleren Osten. Their brethren. Ihre Brüder. Whether it's Iran or Saudi Arabia. Ob es Iran oder Saudi-Arabien ist. And they have ambition. Und sie haben jetzt das Vorhaben. To have authority over that whole area or territory. Und sind motiviert, diese ganze Gegend, die ganze Territorium zu kontrollieren. But the United States intervenes. Aber die Vereinigten Staaten, sie kommen hier jetzt dazwischen. When Iraq attempts to take over Kuwait. Als der Irak versucht, über den Kuwait, die Kontrolle über den Kuwait zu übernehmen. The United States marches down. Dann marschiert die USA sozusagen runter. And takes control of the whole territory. Und nimmt die Kontrolle über das ganze Territorium ein. Who was Iraq's ally? Wer war denn der Verbündete von dem Irak? Russia. Es war Russland. Was Russia strong enough to respond? War Russland stark genug, um Antwort zu geben? No. Nein. They weren't strong enough to respond. Sie waren nicht stark genug zu antworten, darauf zu antworten. Because they just lost a war. Denn sie hatten gerade eben erst einen Krieg verloren. The Cold War. Nämlich den Kalten Krieg. And they just experienced the 1989 revolutions. Und sie hatten gerade erst eine 1989 Revolution hinter sich. You come to 1991. Und jetzt kommt man zum Jahre 1991. In the United States, the Russia is not going to defend the interests of their ally. Und wir sehen hier, wie die Russland nicht die Interessen seines Bündnispartners vertritt oder schützen kann. 1979. We mark this 10-year history. Markieren wir diese 10-jährige Geschichte? 79 to 89. 79 bis 89. In 1979. In 1979. There's a revolution in Iraq. Gibt es eine Revolution im Irak? That turns it into a pro-Russian country. Welches das Land in ein pro-Russland-Land verändert? It already had been. Es war bereits schon. But this is the rule of Saddam Hussein. Aber das ist hier die Regentschaft von Saddam Hussein. And he allies closely with Russia. Und er verbündet sich sehr eng mit Russland. From 1979. Von 1979 an. He's extending his influence over the Middle East. Tut er seinen Einfluss über den Mittleren Osten ausbauen. The United States sees this as a threat. Und die Vereinigten Staaten sehen dies als eine Bedrohung an. When Iraq tries to take Kuwait, wenn der Irak versucht, den Kuwait einzunehmen, the United States responds, da tut die Vereinigten Staaten jetzt hier darauf antworten, by taking over that region, indem sie diese Region übernehmen. And ever since, und seitdem, Kuwait has become a dependent subject of the United States. Wurde Kuwait nun ein ein Subjekt, das abhängig von den Vereinigten Staaten ist. Depends on the United States for protection. Es ist abhängig von den Vereinigten Staaten für Schutz. So we've connected Austria-Hungary. Also wir haben Österreich-Ungarn hier verbunden. It's becoming involved. Es wird hier involviert. In the interactions between Serbia and Bosnia. In die Interaktionen von Serbien und Bosnien. It's trying to economically control Serbia. Es versucht wirtschaftlich gesehen Serbien zu kontrollieren. The United States is becoming involved. Die Vereinigten Staaten fangen an hier sich einzumischen. In the interactions between Kuwait and Iraq. In den Interaktionen oder in den Haben von Kuwait und Irak. Connected with this. In Verbindung mit dem. Is the attempt to economically control Iraq. Ist der Versuch, den Irak wirtschaftlich zu dominieren und kontrollieren. Serbia has a powerful ally. Serbien hat einen mächtigen Verbündeten.
But that ally Russia, aber dieser Verbündete Russland, cannot defend them against Austria-Hungary. Kann sie nicht zwischen von Österreich Ungarn schützen. Because they've just lost a war. Denn sie haben gerade eben erst einen Krieg verloren. And they're still suffering from an internal revolution. Und sie haben immer noch mit einer internen oder ja haben immer noch mit den Folgen zu kämpfen einer internen Revolution. Iraq cannot be defended by Russia. Irak kann jetzt nicht von Russland geschützt werden. Because they've just lost a war. Denn sie haben gerade eben erst einen Krieg verloren. And they're still suffering. Und sie sind immer noch daran, haben immer noch daran zu knabbern. From an internal revolution. Von einer internen Revolution. So this history of the Bosnian crisis. Also hier diese Krise von Bosnien. Austria-Hungary takes over a sphere of influence. Nimmt Österreich-Ungarn ein Einflussgebiet ein. From Serbia. Von Serbien. And Russia cannot respond. Und Russland kann nicht darauf antworten. In the history of 89-91, der Geschichte von 89 bis 91, we see the United States, sehen wir die Vereinigten Staaten, takes Iraq's sphere of influence, wie sie das Einflussgebiet vom Irak nehmen, Kuwait, and Russia is too weak to respond. Und Russland ist zu schwach, dem entgegenzutreten oder zu antworten. Out of this conflict, aus diesem Konflikt heraus, a terrorist organization forms. Wird eine Terroristenorganisation geformt. In this history, und in dieser Geschichte hier, it's known as the Black Hand. Wird sie bekannt als die Schwarze Hand. In this history, in dieser Geschichte hier, could call it Al-Qaida. Nennen wir sie Al-Qaida. Or the Taliban. Oder Taliban. We're out of time. Die Zeit ist jetzt nun um. We'll finish this when we come back. Und wir werden das abschließen, wenn wir zurückkommen. If you kneel with me, we'll close in prayer. Lasst uns mit einem Gebet abschließen. Dear Father in heaven. Himmlischer Vater. Thank you for our blessings. Danke für unsere Segnungen. We know we're living in serious times. Wir wissen, dass wir in ernsten Zeiten leben. I pray that you'll give us understanding. Und wir bitten dich, dass du uns Verständnis gibst. And an increase of courage and faith. Und eine Zunahme an Mut und Glauben. I pray this in Jesus' name. Wir bitten dies. Amen. In Jesu Namen. Amen.